Brauche gute Unterhaltung. Hertha hat mich gebrochen, wie immer. Ja, Bro, du willst es nicht hören, aber ich sag's dir jetzt einfach mal frühzeitig. Aber dein Verein ist so, wie der aktuell geführt wird, auch einfach ein Haufen Scheiße. Und ihr habt's komplett verdient, dieses Jahr abzusteigen. Ihr seid genau das, was mein Verein vor 2 Jahren waren. Ihr müsst absteigen, damit ihr endlich aufwacht. Euer Verein ist ein Haufen Dreck, so wie er aktuell ist. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber vielleicht hilft's. Vielleicht hilft's. Aber ihr braucht wirklich einmal, ihr müsst kernsaniert werden. Sonst geht da bei euch gar nichts. Dass Hertha BSC nach der letzten Saison oder nach den letzten 2 Jahren mit dieser Drecksrelegation belohnt worden ist, ist einfach ein Verbrechen am Fußball. Dass du so, Digga, dass du 250 Millionen verbrennen kannst, die größte Scheiße der Liga zusammenspielst, den größten Antifußball spielst, 5 Trainer in 2 Jahren hast, dass du dich dann in der Relegation gegen den Zweitligisten, wo der Kader ein Zwanzigstel kostet, retten kannst, ist ein Verbrechen am Fußball. Hertha BSC, nicht persönlich gegen euch, Relegation abschaffen, dann hast du die Scheiße nicht. Also ja, es tut mir leid, ich finde, ich erkläre es jetzt lieber zum 10. Mal, weil es wieder an irgendwelche Leute falsch verstehen werden. Hertha BSC ist ein geiler Traditionsverein. Hertha BSC gehört in die Bundesliga. Ich wünsche Hertha BSC, wenn sich die Umstände ändern, in der Zukunft sehr viel Erfolg. Ich bin mit Hertha BSC in der Bundesliga aufgewachsen, hab da geile Spieler gesehen. Pantelic, Ronny, Marcelinho, geile Fußballer dabei gehabt, Arne Friedrich früher. So, das ist ein Verein, der gehört für mich ins Oberhaus. Und das ist auch ein Verein, den ich gerne im Oberhaus sehe. Aber so wie die sich die letzten Jahre präsentiert haben, müssen die einfach runter. Das ist wie gesagt, ich glaube, wir sind uns alle einig, selbst die Dortmund- und Bochum-Fans hier oder Bayern-Fans. Und es gibt auch genug andere Vereine und Fans, die Schalke nicht mögen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Schalke ein cooler Traditionsverein ist, der auf jeden Fall mal in die erste Bundesliga aufgrund der Historie und aufgrund der Strahlkraft des Vereins. Das ist ein Verein, der gehört in die erste Bundesliga. Schalke 04. Genauso wie Werder, genauso wie Hamburg. Aber Schalke hat, wir klammern das letzte Jahr jetzt mal aus, seit 2015, 16 so krass viel Scheiße gebaut, die hatten es absolut verdient, in die zweite Liga abzusteigen. Das habe ich ja auch damals gesagt, als mir dann auf einmal in der Abstiegssaison alle Leute ankamen mit Mitleid. Als auf einmal die Dortmund-Spieler nach dem Derby gesagt haben, ja, wir haben schon ein bisschen Mitleid mit den Schalkern. Nein, halt die Fresse. In dem Moment, das Schalke 04, was zu dem Zeitpunkt auf dem Platz stand, wo zu dem Zeitpunkt die Leute verantwortlich waren, 100% verdient gehabt abzusteigen. Schalke 04 hätte vor 2 Jahren, meiner Meinung nach, hätten die mit 0 Punkten absteigen müssen, ohne den Sieg gegen Hoffenheim, wo die den Tasmania-Rekord noch abgewendet haben. So krass verdient hatten die das. So heftig haben die den Karren an die Wand gefahren. Und ich möchte hier nichts beschreien oder so. Und vielleicht fängt sich Hertha ja und das wird alles mit Sandro Schwarz gut. Ich wünsche es euch. Aber was sich da in den letzten Jahren für ein Bild abzeichnet, ich sag's jetzt so wie es ist, Hertha-Fans werden mich scheiße finden. Ich hoffe, Hertha BSC steigt ab. Ich hoffe, Hertha steigt dieses Jahr ab. Weil ich glaube, dass das einen Grundstein dafür ebnen könnte, dass man in Hertha wirklich einmal alles hinterfragt und einmal komplett kernsaniert. Und dann wünsche ich Hertha auch wieder ganz viel Erfolg in der Zukunft, dass sie wieder aufsteigen. Aber ich hoffe, Hertha steigt ab. Weil die es für mich aktuell einfach nicht verdient haben. Die hätten meiner Meinung nach schon letzte Saison runtergemisst. Was da in den letzten Jahren für Scheiße passiert ist, ich hoffe, sie steigen ab. Wir sehen uns dann, wir sehen uns dann am, wann spielt Schalke gegen Hertha? Wann auch immer, wenn Hertha gegen Schalke gewinnt. Richtiger Bubi, der Kraus. Polter kommt mir irgendwie mies unsympathisch vor. Ist Granada. Okay. Das ist halt so krass. Weil ich schwöre es euch, manchmal täuscht es so heftig. Der eine schreit rein, richtiger Bubi, der Kraus. Der andere sagt, Polter kommt mir mies unsympathisch vor. Polter, Schalke-Fans, die den schon mal gesehen haben, Polter ist der größte Ehrenmann, den es gibt. Der ist so korrekt. So ein herzensguter Mensch ist heute als letztes auf dem Platz gewesen, hat sich für jeden nochmal Zeit genommen, ein Foto zu machen. Der eine komplette Reihe abgearbeitet. Also stimmt überhaupt nicht. Das andere, Kraus ist ein richtiger Bubi. Guck dir den mal auf dem Platz an. Tom Kraus ist auf dem Platz ein richtiger. Guck dir den mal auf dem Platz an. So ein Tom Kraus, der mault die ganze Zeit rum, juckt den gar nicht, ob die gegen den Viertligisten spielen, der schnauzt da die Leute an. Tom Kraus ist ein Schwöre, der war so korrekt an der Tribüne. Ja, safe. Also jemand, der vom VfL zu Schalke gewechselt ist, ist größter Ehrenmann, und den weiß ich nicht. Okay, ich muss mal kurz die Bochum-Fans also Bochum-Fans, kurzer Front an euch. Bochum gegen Schalke ist kein Derby. Das ist ein Lokalduell.
Ich weiß, ihr wollt daraus ein Derby machen, ist es aber nicht. Ist nicht böse gemeint. Lokalduell. Schalke gegen Dortmund, das ist ein Derby. Bochum gegen Schalke ist ein Lokalduell. Dass ihr euch darüber abfuckt, dass Polter gewechselt ist, kann ich aber trotzdem verstehen. Wäre ich auch, wenn ein Spieler irgendwie im Februar sagt, Bochum und Polter, das ist wie Topf und Deckel. Und 3 Monate später unterschreibe ich woanders, ich fühle euch. Da wäre ich auch abgefuckt. Da wäre ich auch sauer. Da fühle ich wirklich. Da habe ich auch getriggert. Aber als jemand, der den Spieler bekommt, ich nehme es. Auch einfach mal ein bisschen die Konkurrenz schwächen. Bei Dortmund, Bochum genau das gleiche. Ja, also ist jetzt nicht böse gemeint, Chat, aber mal ehrlich. Also ich finde Dortmund, Schalke ist ein Derby. Bochum, Dortmund ist ein Lokalduell. Und Schalke, Bochum ist auch ein Lokalduell. Also das sind für mich nicht so richtige Derbys. Das ist genauso wie so Bayern, Dortmund ist für mich auch kein Derby. Bayern 1860 ist ein Derby. Bayern, Dortmund ist für mich kein Derby. Das ist halt für mich ein Duell der in den letzten Jahren 2 besten Mannschaften Deutschlands. Raum zu Leipzig, ja, habe ich gesehen. Wird alles wegrasieren. Muss man nicht mögen, den Transfer, aber er wird alles auseinandernehmen. Er wird alles auseinandernehmen bei Leipzig. Der nächste Karriereschritt für Raum wäre dann PSG, City oder Newcastle. Raum und Silva, uff. Ja, wenn die jetzt noch Timo Werner holen, dann heftig. Bremer SV gegen Schalke. Bremer SV, sympathisch. Ich zeige euch warum. Choreo fällt heute aus. Haben das Geld beim Aufstieg versoffen. Ey, Steini, das war heute einfach. Du musst dir vorstellen, ins Stadion passen 15.000 Fans. Dieser kleine Käfig hier war der Bremer SV, die Heimspiel hatten. Rest Schalke-Fans. Perfekt. Choreo fällt heute aus, haben das Geld beim Aufstieg versoffen. Bremer SV, sympathisch. Ich weiß nicht, wer. Steini, bist du noch da? Ich weiß nicht, wer heute das Schalke-Spiel gesehen hat, ne? Aber ich habe ja lange Zeit auch schon so ein bisschen Kritik, sage ich mal, rausgehört an der Verpflichtung von Polter. So nach dem Motto: Polter, Terodde, sind das nicht die gleichen Spieler, Stürmertypen? Wie sollen das offensiv funktionieren? Die beiden offensiv nebeneinander. Genau das ist der Plan, meine Freunde der Sonne. Wisst ihr, was Schalke dieses Jahr für einen Fußball spielen wird? Den hässlichsten Fußball der ganzen Liga. Wisst ihr, was deren Spielsystem sein wird? Wenn ihr offensiv den Ball habt, 3 Optionen. Ihr holt einen Freistoß raus, ihr schießt den Gegner an und holt eine Ecke raus, oder ihr wichst den Ball einfach lang in den Strafraum und dann yalla. Glaubt mir, das ist unser Spielplan dieses Jahr. Das wird unser Spielplan. Und ich sag's euch so, wie es ist. Ich sitze im Boot. Das wird erfolgreich. Frank Kramer, du bist unser Mann. Das wird erfolgreich.